Zeit für eine Kurzreview zu Harley Quinn Band 1, die Heldin von Gotham. Auch die beliebte Harley bekommt zu Infinite Frontier wieder eine eigene Reihe, in der sie nach ihrer Rehabilitation sich als Teil der Bat-Family beweisen möchte und ganz als Heldin von Batman anerkannt werden will. Während sie noch Poison Ivy nachtrauert, stellt sie fest, dass in Gotham besonders die ehemaligen Mitarbeiter des Jokers zu leiden haben und von den Bürgern angefeindet werden. Sicher nicht zu Unrecht, doch Harley möchte auch ihnen helfen, wieder ein normales Leben zu führen. Leider nicht so leicht, denn der neue Bürgermeister Christopher Nakano lässt Dr. Hugo Strange frei und überträgt ihm die Leitung über eine Anstalt, in der er die sogenannten Clowns behandeln soll. Natürlich führt dieser was im Schilde und Harley stellt sich gegen ihn. Nette kleine Story von Stephanie Phillips, in der die studierte Psychologin Quinn sich einen Ruf als Heldin erarbeiten will und ihr Wissen dazu nutzen will, auch anderen zu helfen. Soweit, so gut. Was mir aber so gar nicht zusagt, sind die Zeichnungen von Riley Rossmo, die vielleicht gut zu einem Panini Ink Titel passen würden für ein jüngeres Publikum, mich hier aber überhaupt nicht überzeugen. Besser gefällt mir da schon Laura Braga, die die erste und die letzte Story übernommen hat. Kann man lesen, ist aber kein Must-Have für 19 Euro.